Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr so eine schöne Babydecke mit dem Irish Cable Stitch häkeln könnt. So, bevor es losgeht, zeige ich euch noch, was ihr braucht. Ich habe hier wieder so ein Mega Ball in der Farbe Lachs. Ich benutze diese Mega Balls immer ganz gerne für Babydecken, weil man dann halt immer nur einen, so einen Riesenknäuel dafür braucht. Muss nicht irgendwie die Fäden aneinander knoten, sondern man hat das immer alles so kompakt. Aber ihr könnt natürlich auch eure Lieblingswolle benutzen. Dann brauchen wir eine Häkelnadel in der Stärke 4 mm, eine Schere und eine Nadel zum Vernähen. Schaut doch auch ruhig noch einmal in die Infobox, da habe ich euch alles aufgeschrieben. Wir starten mit einer Luftmaschenkette. Wir schlagen 124 Maschen an. So, wenn wir damit fertig sind, häkeln wir Stäbchen zurück. Das heißt, wir stechen in die zweite Masche vor der Nadel ein, holen den Faden durch, nehmen den Faden wieder auf und ziehen ihn durch beide Schlaufen durch. Und das machen wir jetzt die komplette Reihe entlang. Einstechen, Faden durchholen, Faden neu aufnehmen und durch beide Schlaufen durchstechen. So sieht das Ganze dann aus. In der nächsten Reihe häkeln wir Stäbchen. Das heißt, wir häkeln jetzt zwei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit, nehmen einen Überschlag und stechen sofort in die erste Masche ein, holen den Faden wieder durch, ziehen ihn durch zwei Schlaufen, nehmen den Faden neu auf und ziehen ihn durch die letzten beiden Schlaufen. Und so häkeln wir jetzt die komplette zweite Reihe. In der dritten Reihe häkeln wir wieder feste Stäbchen, das heißt, wir häkeln eine Luftmasche, drehen das Ganze und stechen wieder in die erste Masche ein, um eine feste Masche zu häkeln. Und das geht jetzt wieder die komplette Reihe so. In der vierten Reihe beginnt unser Muster. Wir starten mit zwei Luftmaschen, wenden unsere Arbeit und häkeln wieder ein Stäbchen in die erste Masche. Jetzt häkeln wir noch zwei weitere Stäbchen in die nächsten zwei Maschen und in die nächste Masche häkeln wir ein Doppelreliefstäbchen. Dafür nehmen wir zwei Überschläge auf der Nadel und stechen hinter das Stäbchen aus der vorletzten Reihe ein, stechen dahinter ein, holen den Faden nach vorne, ziehen durch zwei Schlaufen durch, nehmen den Faden neu auf, wieder durch zwei Schlaufen, wieder aufnehmen und wieder durch zwei Schlaufen ziehen. Und jetzt seht ihr schon, dass sich dadurch, dass wir hinter das Stäbchen gehäkelt haben, schiebt sich das so nach vorne. Wir lassen die nächste Masche aus und häkeln wieder in die nächste Masche ein Doppelreliefstäbchen. Und das Ganze wiederholen wir jetzt noch einmal.
Und nun nehmen wir zwei Überschläge auf und stechen zurück in die Masche ein, in die wir ausgelassen haben. Unten in das Stäbchen aus der vorletzten Reihe. Einstechen, Faden nach vorne holen und das Doppelreliefstäbchen zu Ende häkeln. Jetzt häkeln wir wieder ein Doppelreliefstäbchen in die nächste, also das ist die achte Masche. Das wäre jetzt die, die als nächstes drankommen würde. So, und dann sehen wir schon, wie das Muster anfängt, sich aufzubauen. Nachdem ihr die Reliefstäbchen gehäkelt habt, kommen erstmal jetzt in die nächsten 11 Maschen je ein Stäbchen. Und dann beginnt das Muster wieder von vorne. Das heißt, in die nächste Masche stecht ihr mit einem Doppelüberschlag wieder in das Stäbchen aus der vorherigen Reihe ein, um ein Reliefstäbchen zu häkeln. Die nächste Masche wird dann wieder ausgelassen und in die nächsten zwei Maschen werden dann wieder je ein Doppelreliefstäbchen in das Stäbchen aus der vorletzten Reihe gehäkelt. Dann häkelt ihr wieder zurück in die Masche, die ihr ausgelassen habt, ein Doppelreliefstäbchen. Und dann wieder in die Masche, die als nächstes kommen würde. Und wenn ihr damit fertig seid, kommen dann wieder in die nächsten 11 Maschen je ein normales Stäbchen. Das wiederholt ihr so lange, bis ihr am Ende angekommen seid. Und am Ende der Reihe habt ihr den letzten Doppelreliefstäbchenblock gehäkelt. Und jetzt sind noch 3 Maschen frei. Und in diese häkelt ihr ganz normale Stäbchen. Wir haben ja am Anfang 3 Stäbchen gehäkelt. Und jetzt enden wir auch mit 3 Stäbchen. Na, das heißt, wir sind schön gleichmäßig. So sieht das Ganze dann nach einer Reihe schon aus. Man kann das schön erkennen. Und nachdem ihr jetzt eine Reihe Doppelreliefstäbchen gehäkelt habt, kommt in die nächste Reihe immer eine Reihe feste Maschen. Und zwar sorgt diese Reihe feste Maschen immer dafür, dass ihr auf der richtigen Seite dann häkelt. In der nächsten Reihe geht es weiter mit unseren Reliefstäbchen. Das heißt, wir häkeln 2 Luftmaschen, wenden das Ganze und stechen wieder sofort ein Stäbchen in die Masche ein. Häkeln wieder 2 Stäbchen in die nächsten 2 Maschen. Ein Stäbchen, 2 Stäbchen, das zweite Stäbchen. Und jetzt häkeln wir wieder unsere Doppelreliefstäbchen. Und ihr seht jetzt schon, wo ihr einstechen müsst, nämlich in der vorherigen Reihe, einfach wieder hinter euer erstes Doppelreliefstäbchen. Und das wiederholt ihr einfach die ganze Zeit. Die nächste Masche lasst ihr aus und stecht jetzt wieder in euer drittes Reliefstäbchen sozusagen ein. Das, was wir dann als zweites immer auslassen, das ist ja dann immer das, was wir zurückhäkeln, damit wir diese Kreuzoptik dann hinbekommen. So, jetzt haben wir 2 gehäkelt und das vierte häkeln wir wieder zurück in das wir ausgelassen haben.
Und jetzt häkeln wir wieder in die achte Masche. Unser fünftes Doppelreliefstäbchen. Und danach häkeln wir wieder 11 ganz normale Stäbchen. Und so geht das jetzt die ganze Zeit weiter. Hier habe ich euch schon mal gezeigt, wie das nach ein paar Reihen aussieht. Man kann das dann schon sehr schön sehen. Und hier haben wir auch die fertige Decke. Wenn wir mit der Decke fertig sind, häkeln wir noch einen Rand als Abschluss, damit die Seiten schön gleichmäßig sind. Wir beenden unsere Decke mit einer Reihe fester Maschen. Und in die letzte feste Masche häkeln wir insgesamt 3 feste Maschen, um die Ecke zu kommen. 1, 2, 3. Und jetzt seht ihr schon, dass wir so eine Kurve einschlagen. Und jetzt können wir einfach seitlich in die Löcher einstechen. Und ihr könnt dann einfach weiter feste Maschen häkeln. Ich habe das Ganze jetzt für insgesamt 2 Reihen gemacht. In die letzte Masche steche ich ein, hole den Faden nach vorne und ziehe ihn sofort durch die Masche durch, durch die Schlaufe durch. Das ist sozusagen, das ist eine Kettmasche. Schneide den Faden ab. Und kann ihn jetzt in die Nadel einfädeln. Und in der Decke vernähen. Dafür stecht ihr einfach in die Decke ein. Nachdem ihr den Faden schön vernäht habt, zieht ihr ihn einfach ein bisschen straff und schneidet ihn dann ab. Und das war's auch schon. Das Muster sieht super edel aus. Und ich verspreche euch, wenn ihr das ein paar Runden gehäkelt habt, dann häkelt sich das fast von alleine. Es ist kein großartiges Zählen notwendig, weil ihr ja immer schaut, was ihr in der vorletzten Reihe gemacht habt. Und darauf baut das ganze Muster dann auf. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt mir auch einmal in den Kommentaren schreiben, ob ihr alles soweit verstehen konntet. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!